وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. في الإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب. إليك غصونا دانيات قطوفها ومنبع خيرات يفيض وقد نضب. سلام وإحسان وصبر وجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, wir werden inshallah heute am Freitag drei Unterrichte machen und diese drei Unterrichte werden wir natürlich in drei Unterrichte, drei Blocks aufteilen. Aber diese drei Unterrichte, die wir inshallah heute machen werden, sie werden sich gegenseitig ergänzen. Das heißt, ihr wisst ja, wir haben ja mit dem Kalifatkurs angefangen und haben so eine Art Einleitung gemacht. Und ich möchte inshallah heute in drei Unterrichten euch erklären, einige wissen das schon vielleicht von euch, haben das schon vorher schon mal gehört, aber ich möchte das in diesem Rahmen nochmal wiederholen und darauf hinweisen, dass das, was wir hier machen, eine Sache ist, was die Scharia an sich von sich aus sagt. Das heißt, was wir hier von uns sagen, ist nicht die Meinung von irgendeiner Rechtsschule oder von irgendeiner Strömung oder von irgendeiner Gruppierung oder von einer Gemeinde. Nein, was wir hier reden, alles, was wir hier reden, also jetzt nicht nur der Kalifatkurs, das gilt auch für den Tevhidkurs, das gilt auch für das Koranprojekt und auch die Gespräche, was die Brüder auf der Plattform Auftrag des Islam machen, das ist der Islam an sich. Das sind unsere Quellen. Das sind die Quellen wie Koran, Sunna und die Ijma' al-Ummah. Das heißt, das sind die Gelehrten, die Ulama, worüber die Ummah Muhammad einstimmig eine Meinung abgegeben haben gesagt, das sind unsere Rechtsgelehrten, unsere Imame. Das heißt, was wir hier sagen als Muslime, das muss jeder Muslim oder jede Muslime nachvollziehen können. Das heißt, jeder Mensch, der von sich behauptet, er glaubt an Allah, an seinen Propheten, alayhi salam, der muss das sagen. Denn was wir hier sagen, ist das Gleiche, was sie auch sagen. Das ist nicht, was irgendein Imam oder irgendein Sheikh sagt. Das ist der reine Islam, was wir hier verkünden. Und deswegen werde ich inshallah im heutigen Unterricht zu dem Thema Kalifat, zu dem Thema Kalif, drei Quellen euch zeigen. Das heißt, was sagt Allah darüber? Das ist der erste Unterricht. Das heißt, der Kalifat, das Kalifat ist ein Befehl Allahs. Der zweite Unterricht wird sein, inshallah, das Kalifat ist ein Befehl des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Und drittens, die Gelehrten über das Kalifat. Das heißt, die Gelehrten, vor allem der Ahle Sunnah wal Jamaat, was sagen sie über das Kalifat? Und da werde ich einige Punkte aufzählen, einige Aussagen aufzählen, inshallah, am heutigen Tage, damit ihr auch wirklich seht und erkennt, das ist Islam. Das Kalifat ist nicht ein Thema, was ihr vom Islam abschneiden könnt. Das ist ja das gewesen, was die Westmächte mit ihren Handlangern, die sie damals in die islamische Welt eingeführt haben, versucht haben, dieses Thema zum Thema Kalifat runterzureden. Also auch zum Beispiel die Gelehrten, die sogenannten Gelehrten der heutigen Diktatoren. Ja, dazu gehört die El-Azhar-Moschee, dazu gehört der sogenannte Rat der muslimischen Gelehrten in Saudi-Arabien, ich glaube, das Zentrum ist von denen, in Mekka, in der Nähe von Ummul Qura, dann in der Türkei ganz groß zur Präsentation Diyanet und viele andere. Das heißt, sie sprechen diese Themen nicht an. Sie sprechen diese Themen bewusst nicht an.
Ihr müsst euch das so vorstellen, als damals das Kalifat, was ja auch gar nicht mein richtiges Kalifat gewesen war, aber der Name war zumindest da gewesen, durch Mustafa Kemal aufgehoben worden ist, das wurde später mit den Fatawas, mit den Rechtsgutachten von Diyanet unterschrieben. Die Imame von Diyanet, das heißt diejenigen, die normalerweise die Aufgabe bekommen haben, die Religion zu verkünden, diejenigen, die die Stellvertreter des Propheten sind, weil der Prophet sagt, Ulama'u warasatul Anbiya, die Gelehrten sind die Stellvertreter des Propheten, der Propheten. Das heißt, es kommt keine Prophet mehr, an deren Stellen reden die Gelehrten. Und was machen sie? Sie kommen natürlich und reden nicht im Auftrag des Islam, sondern im Auftrag der jeweiligen Kufurstaaten, der laizistischen Staaten und versuchen die Religion mit der Religion zu zerstören. Und deswegen kommen wir zu so einer Zeit, zu einer Zeit von Akhir Zaman und sagen halt, im Islam ist das Kalifat genauso wichtig wie das Gebet, wie das Fasten und wie andere Sachen. Denn ohne das Kalifat kannst du kein einheitliches Fasten machen. Jetzt werdet ihr sagen, ach, übertreibt man nicht, was hat ein Fasten jetzt mit Kalifat zu tun? Sehr viel. Wenn es ein Kalifat und Kalifen geben würde, würden 1,8 Milliarden Menschen, die sich dem Islam zuschreiben auf der Welt, gleichzeitig mit dem Fasten beginnen und gleichzeitig mit dem Fasten aufhören. Die Neumondsichtung, jedes Jahr ist eine Fitna. Die einen sagen, die machen das so, die einen sagen, machen das so. Wenn es einen Kalifen gäbe, wenn der von der ganzen Umma anerkannt wäre, dann wäre dieses Problem nicht da. Zekat, die Almosensteuer. Wie viel muss ich bezahlen? Habe ich überhaupt ein Recht dazu? In einem islamischen Kalifat kommt ein Beamter und zieht das ein, genau wie die Lohnsteuer heutzutage. Ja? Das heißt, alles, das, guck mal, wir haben eben gerade das Freitagsgebet verrichtet. Eins der Bedingungen des Freitagsgebetes ist es, dass es vom Kalifat ausgeht. Das sehen wir zu Zeit von Abu Bakr, Umar, Osman, Ali, zur Zeit des Propheten, a.s.w. Die Staatsführung, das Kalifat, muss die jeweiligen Imame einsetzen. Was ist, wenn keines da ist? So kamen dann diese Zweifel, wie zum Beispiel das Suhr-Ahr-Gebet, das Mittagsgebet nochmal zu verrichten. Das heißt, das Kalifat ist so ein wichtiges Thema. Ihr könnt nicht sagen, ja, es gibt im Islam eine glaubensbedingte Sache, also Ibadat, und dann gibt es irgendwo diese Staatsangelegenheiten. Nein, das ist beides eins. Das ist beides eins. Das ist sehr, sehr wichtig. Hajj. Wer macht die Hajj? Die Hajj führt das Kalifat aus. Der Kalifatstaat schickt einen Imam dorthin, und der Imam, man nennt das Emirul Hajj, Hajj Emiri, der ruft zum Beispiel das Yawm al-Arafat aus, der betet dort für sie. So hat zum Beispiel der Prophet a.s.w. als Emir, als Hajj Emiri, wen geschickt? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Ja? Du kannst nicht einfach Hajj machen. Da brauchst du einen Emir davon, der vom islamischen Staat aus, vom Kalifat aus hingeschickt worden ist. Das heißt, hier haben wir schon vier Glaubensangelegenheiten. Und da ist alles das Kalifat mit drin. Das heißt, ihr könnt oder wir können das nicht voreinander nichts machen. Aber sie haben durch ihre Propaganda, durch ihre Medien, durch ihre Imame, wir nennen sie halt die Zauberer der Pharaonen, ja, haben sie in den Moscheen das Thema so runtergeredet und haben gesagt, ja, so ein Thema ist gar nicht wichtig. Hauptsache ihr betet und seid gute Menschen. Wie gesagt, und deswegen ist es auch ein Sinn und Zweck, diesen Kalifatkurs zu machen und zu sagen, halt, der Islam und das Kalifat sind nicht ein Thema, was voneinander getrennt werden kann. Im edlen Koran sind knapp 500 Verse, die ohne ein Kalifat nicht ausgeübt werden können. Wenn es kein Kalifat gibt, kannst du an die 500 Verse nicht ausüben. Wenn du es ausübst, zählt das unter Selbstjustiz. Ihr wisst ja, in Deutschland und in anderen Staaten ist ja Selbstjustiz verboten. Ja? Ist ja okay, wenn irgendwo ein Staat ist, da drin andere Staatsgesetze, kann man ja irgendwo verstehen, nach ihren eigenen Dings, aber auch nach islamischen Dings. Im Islam ist das genauso. Es gibt im Islam Gesetze, die können nur durch einen Staat angewendet werden. Du findest jetzt irgendein Gesetz im Islam. Sagen wir mal, dieses klassische Surah Maide, wenn jemand klaut, dann hackt ihn die Hand ab. Das ist ein ganz normaler Vers in der Surah Maide. So, jetzt hast du jemanden klauen gesehen, willst du ihn die Hand abhacken? Wisst ihr, was ich meine? Aber einer kommt dann und sagt, Bruder, aber da steht doch im Koran geschrieben. Ja, aber er steht im Koran geschrieben, aber nicht wie das Gebet. Das Gebet musst du verrichten, dafür brauchst du in dem Sinne jetzt bei fünfmaligem Gebet keinen Staat. Aber bei diesem Gedings brauchst du einen Staat. Du brauchst einen Richter. In Deutschland, wenn du Richter werden willst oder Anwalt oder Staatsanwalt, dann musst du schon so und so viele Jahre Jura studieren. Es geht nicht. Und im Islam ist das vielleicht noch mehr der Fall. Ein Richter braucht sogar mindestens 5 bis 10 Bedingungen an dem Tag, wenn er urteilt. Er darf nicht hungern, er darf nicht zu satt sein, er darf nicht müde sein. Das sind Sachen unabhängig von Jura. Das ist zum Beispiel in den Kufr-Status, der überhaupt gar nicht studiert. Wenn er aufgeregt ist, darf er nicht urteilen.
Wenn er in seiner Familie Stress hat, darf der Richter nicht urteilen, weil dann nimmt er den familiären Stress in ein Urteil. Wisst ihr, was ich meine? Das ist sehr, sehr wichtig. Und im Koran sind an die 500 Verse, sie müssen erst mit einem Kalifat ausgeübt werden. Dazu gehört halt die Staatsausführung, Dschihad gehört auch mit dazu, viele, viele andere Sachen, die koordiniert laufen müssen. Ansonsten kommen diese außer Kontrolle. Und deswegen möchte ich in diesem Unterricht euch einige Verse berichten, die uns es befehlen, von Allah Ta'ala selbst in einem islamischen Rechtssystem, nennt es islamische Staat, nennt es Kalifat, islamische Staatsgebilde, spielt überhaupt gar keine Rolle, dass dort die Gesetze Allahs etabliert werden, in einem Rahmen des Kalifats. So sagt es Allah in der Sure 5 im 50. Vers, أَفَهُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْعُونَ Wünschen Sie sich die Urteile der Jahiliyya? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ هُكْمًا لِقَوْمٍ يُوكِنُونَ Wer könnte für Leute, die von der Wahrheit überzeugt sind, besser urteilen als Allah? Das ist ein Vers in der Sura Maide, den rezitieren wir sehr oft, aber wie oft wir diesen Vers verinnerlicht haben, sollte jeder für sich selbst überlegen. Und auch in der Sura Maide, nachdem Allah Ta'ala über die Urteile der Injil, des Evangeliums, über die Urteile der Tora berichtet, dann sagt Allah, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ Und wir haben dir den Koran, das Buch mit Wahrheit, herabgesandt. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ Damit sie bestätige, also der edle Koran, was vor der Schrift vor ihr war und darüber Gewissheit gebe, also über die Tora und über das Evangelium. Jetzt sagt Allah zum Propheten Muhammad, a.s.w. und zu uns, zu den Muslimen, die das Staatsamt des islamischen Staates von Medina übernommen haben. Fahkum bainahum bima anzalallah. So urteile zwischen den Menschen. Warum sage ich eigentlich zwischen den Menschen? Hier wird erstmal über die Juden, dann über die Christen und dann über die Muslime berichtet. Und jetzt sagt Allah, fahkum bainahum bima anzalallah. Urteile zwischen den Menschen mit dem, was Allah herabgesandt hat. Mit dem edlen Koran. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka min al-haq. Und folge nicht in Abweichung von dem, was von der Wahrheit zu dir gekommen ist. Das heißt, urteile mit der Scharia, aber urteile nicht mit den Gesetzen, mit dem die Menschen selbst im Parlamenten urteilen, weil wenn das passiert, werdet ihr von der Wahrheit abkommen. In der gleichen Sura kennt ihr diesen Vers, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمَ الْكَافِرُونَ Denn diejenigen, die nicht mit den Gesetzen Allahs, diejenigen, die nicht mit einem Kalifat regieren, das sind die richtigen Ungläubigen. Nicht Ungläubige, das sind die richtigen Ungläubigen. Ihr wisst, wir haben im Tawhid-Kurs darüber berichtet, keiner braucht mit der Aussage Kufr duna Kufr oder Ibn Abbas hat das gesagt zu kommen. Das haben wir schon lang widerlegt. In der vierten Sure, im 65. Vers, schwört Allah auf sich selber. Und das ist was sehr Wichtiges. Ihr wisst, Allah schwört im Koran auf unterschiedliche Sachen. Ja? Auf dies, auf das, auf jenes, auf die Zeit. Hier schwört er auf sich selber und sagt, فَلَا وَرَبِّكْ Nein, ich schwöre bei deinem Herrn, لَا يُؤْمِنُونَ Sie sind so lange nicht gläubig, sie sind so lange nicht Islam, bis wann? Hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayta wa yusallimu taslima. Das ist ein sehr wichtiger Vers. Aber nein, bei deinem Herrn, bei Allah, sie glauben nicht eher, auch wenn sie sagen, sie sind Muslime, bis sie dich, ja Muhammad, über das richten lassen, was zwischen ihnen umstritten ist und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden durch das, was du entschieden hast und sich in voller Ergebung fügen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Vers, denn ein Glaube, ein Iman kann nur dann ein Glaube sein, wenn man sich den Gesetzen der Scharia, das heißt dem Koran und der Sunna, bedingungslos hingibt. Das reicht nicht. Das ist das Interessante hier nämlich in diesem Vers drin. Wenn die Scharia ein Urteil gibt, auch wenn das gegen uns ist, dieses Urteil nicht im Herzen zu missachten. Das heißt, wenn die Scharia dir eine Strafe gibt, nicht sagen, oh, hätte es mich doch nicht getroffen. Weil das ist nicht Iman. Iman ist, was unsere, im Türkischen sagen wir das immer so schön, Şeriatın kestiği parmak acımaz. Das haben unsere Opas immer gesagt im Osmanischen Reich. Ein Finger, was von der Scharia abgehackt worden ist, tut nicht weh. Denn das ist das Urteil Allahs. Und das kommt von diesem Vers, Şeriatın kestiği parmak acımaz. Wenn es das Urteil der Scharia ist,
ist es, wie sagt man so schön im Arabischen, ala ra'si ala aini, ist es auf unserem Kopf, ist es auf unserem Auge. Das heißt, es ist willkommen. Das ist hier sehr, sehr wichtig. Und nicht heute zu sagen, wir kennen das doch. Du kommst zu dem Bruder, du kommst zu der Schwester und sagst, guck mal, das ist das Urteil der Scharia. Allah sagt so, Prophet a.s. sagt so. Und wir hören es wirklich von den Menschen, die behaupten, Muslimen zu sein, die zu sagen, aber, in was für einer Zeit leben wir? Aber können wir die Gesetze nicht anders anpassen? Aber ist ein Satz, was das Vorausgesagte verneint. Koran sagt so, Hadith sagt so, aber ich sage so. Und das ist, was Allah und Koran uns sagt, Semi'na wa Asayna, wo die Kinder Israel gesagt haben, ja, wir hören das, was Allah sagt, aber wa Asayna, wir lehnen uns dagegen auf. Das sind Verse, die wir nicht unterschätzen dürfen. Weil wir diese Verse unterschätzen, weil wir das nicht als Priorität nehmen, die Gesetze Allahs, die islamische Staatsführung, sind wir doch heute auf den Punkt, wo wir heute angekommen sind. Guck mal, Leute, wenn ich eine Sünde begehe, dann begehe ich die Sünde für mich. Wenn du eine Sünde begehst, begehst du die Sünde für dich. Wenn der Staat eine Sünde begeht, gehen wir alle darunter. Wenn ich Zina mache, dann ist das meine Schuld. Wenn ich Alkohol trinke, ist das meine Schuld. Ich muss am Tage des jüngsten Gerichts dafür Rechenschaft ablegen, nicht du. Wenn der Staat Zina erlaubt, wenn der Staat Alkohol erlaubt, wenn der Staat Zinsen nimmt, dann ist das nicht meine Schuld, dann ist das nicht deine Schuld, dann werden wir mit dieser Schuld komplett untergehen. Auch wenn du in diesem Staat lebst, sagen wir, du bist ein Muslim und lebst in einem nicht-islamischen Staat, gehen wir mal von der klassischen Version der Türkei aus, und sagst du jetzt aber, achi, der Staat erlaubt Zinsen, der Staat erlaubt Alkohol, der Staat erlaubt Waffenexporte, alles, was ihr euch einfällt. Aber das ist mir doch egal. Ich bin doch Muslim. Ich mach das doch nicht. Dann wirst du mit dem Staat zusammen untergehen. Und das ist im Osmanischen Reich passiert. Zahara al-Fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Fitne ist auf Land und auf Meeren gekommen mit dem, was die Menschen erreicht haben. Und wenn du eine kleine Gruppierung auf Hack bist und machst gar nichts dagegen, dann ist das genau wie bei dem Volk von Lut, dann wirst du auch mit diesem kompletten Staatsgebilde untergehen. Das heißt, es gibt nicht mehr deine und meine Sünde, das ist dann unsere Sünde. Deswegen sind das Verse, die wir Jahrhunderte, also ich rede jetzt von ungefähr 2-3 Jahrhunderten, komplett missachtet haben. Deswegen haben wir als muslimische Gemeinschaft seit dem Jahre 1744 keinen Sieg mehr erreicht. Seit 1744 verlieren wir an Territorium. Seit 1744, jetzt haben wir 2018. Bis es von 1744 auf 1924 und dann wurde das letzte Kalifat, was sich noch Kalifat nannte, namentlich auch noch abrogiert. Und heute, es gibt im Türkischen so einen schönen Spruch, das heißt, bir deli bir kuyuya taş atar, kırk akıllı çıkartamaz. Das heißt, ein Doofer schmeißt in einen Brunnen ein Stück Stein und 40 Schlaue können den nicht rausholen. Das heißt, es ist ein Fehler durch eine Person passiert, aber 40 Leute können das nicht mehr gerade biegen. Was willst du denn heute gerade biegen? Israel-Problem? Die saudi-arabische Dynastie? Die Rohstoffausbeutung in Afrika, in Zentralafrika? Die Flüchtlingskrise? Die Rohstoffausbeutung der Seidenstraße in Afghanistan? Die Prostitution in Malaysia, in Thailand, was unsere Kinder sind? Ja? Irak, das Thema Irak, die Propaganda Schia, der Rafiza im Iran, in Libanon. Was willst du machen? Der falsche Islam mit der Präsentation von Tayyip Erdogan. Was willst du denn machen? Das Kurden-Türken-Problem? Das Balkan-Problem? Dass die Muslime überhaupt gar keine Akida mehr wissen? Dass sie überhaupt gar keinen Fuqh mehr wissen? Was willst du denn machen? Und das ist genau das Problem, wo der Islam am meisten darüber berichtet. Schirk. Und der größte Schirk fängt nämlich da an, wenn man die Gesetze Allahs abrogiert und dann andere Gesetze dafür nimmt. Inna shirke le zulmun azim. Allah sagt das in der Surah Luqman. Schirk ist das größte Zulm. Das sagt Allah. Was sagen aber wir? Wir sagen,
Wenn der Staat uns unser Geld klaut, das ist unser größter Sulem. Wenn unsere Schwestern vergewaltigt werden im Krieg, das ist das größte Sulem. Wenn überall Krieg ist, ist das Sulem. Wenn Inflation ist, ist das Sulem. Wenn, wenn ein Land komplett die Grenzen zugemacht werden, es kann nichts rein, Sanktionen, das ist Sulem. Das ist nicht Sulem. Das ist auch Sulem, aber Allah sagt, das größte Sulem ist Schirk. Und solange wir uns nicht mit dieser islamischen Staatsbildung wieder zurück beschäftigen, das heißt mit dem Thema Kalifat, werden wir das Problem nicht lösen. Es stimmen Muslime in Arakan. Was machst du? Lass uns Geld schicken nach Arakan. Lass uns Brunnen bauen. Das ist schön. Lass uns Hilfsgüter dahin schicken. Das ist schön. Wisst ihr, was das ist? Das ist genauso, wenn wir einen Tumor haben und ich schmiere die ganze Zeit Opium drauf, damit ich diesen Schmerz vom Tumor nicht schmiere. Das heißt, stimmt, wenn du dann auf den Tumor ein bisschen Opium geschmiert hast oder Koks oder was weiß ich, wie ein Schmerzmittel, Morphium, dann merkst du das in diesem Augenblick nicht. Aber das Problem ist, dass der Tumor ist noch da und der wächst. Um dass wir die islamische Welt retten und mit unter anderem auch die Menschheit, ist die Lösung, das islamische Rechtssystem wieder zurückzubringen. Das ist das Kalifat. Damit hast du das Tumor beseitigt. Das Tumor im islamischen, in der islamischen Welt nennt sich jetzt Laizismus, Demokratie. Das ist das, das ist der Tumor. Nennt es Kapitalismus, Kommunismus, ist doch scheißegal. Es ist auf jeden Fall nicht der Islam. Und die Muslime kommen und versuchen, das Thema woanders zu machen. Die versuchen, Opium auf Schmerzmittel zu benutzen. Wir müssen das Thema direkt bei der Wurzel anfassen. Und das ist die Gründung eines Kalifats wieder in der islamischen Welt. Denn durch das Kalifat, durch dieses System, kann man alle Probleme wieder lösen. Und deswegen kommt Allah mit diesen Gesetzen und nicht mit diesen Gesetzen. Deswegen sagt Allah, أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ, ist nicht Allah der Weiseste unter den Richter. Dann sagt Allah in der Sura Yusuf im 40. Vers: "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan." Ihr dient, also die Menschheit dient außer ihm nur Namen, die ihr genannt habt, nicht Allah und eure Väter, für die Allah jedoch keine Ermächtigung herabgesandt hat. Was sind das für Namen, die ihr dient? Das ist Demokratie, das ist das Königtum, das ist die Monarchie, das ist alles, was ihr wollt, außer dem Islam. Allah hat darüber im edlen Koran nichts gesagt über dieses Staatssystem. Ihr dient aber diesem Staatssystem in den Hukmu illa lillah. Die Souveränität gehört einzig und allein Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Er hat befohlen, dass ihr nur ihm alleine dient, seinen Gesetzen befolgt. Salika dinul qayyim, das ist die wahrhafte Religion. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Leider jedoch, die Mehrheit der Menschen ist fern von diesem Verständnis. In einer anderen edlen Koran, in dem Vers, sagt Allah zum Propheten Mohammed alayhi salatu wassalam in der Sura Jasi im 18. Vers: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Hierauf haben wir dich, ja Mohammed, auf eine Scharia festgelegt. Scharia, Scharia. Scharia ist das islamische Rechtssystem. Zwei Wörter wurden in unseren Ländern verspottet. Zwei Wörter. Das hat Hujjah Rahmetullah alayh immer wieder gesagt. Das ist, das erste Wort ist das Kalifat und das zweite Wort ist die Scharia. Mit der Erscheinung von Kemal Atatürk und den Kemalisten wurde in den Zeitungen, wurde in den Pressen, in den Medien diese zwei Wörter verspottet. Kalifat und Scharia. Khilafat wa Scharia. Und das ist Mubarak, diese Kelimena, diese Wörter. Dafür haben unsere Vorväter ihr Blut vergossen. Dafür hat man Blut vergossen. Dafür kann man sein Leben hingeben. Um diese Gerechtigkeit hinzugeben. Aber heute vergießt man das Blut für etwas, was man nicht weiß. Heute vergießt man das Blut für den Kemalismus, für den Nationalismus, für die PKK. Für was man gar nicht weiß. Wo Allah Ta'ala überhaupt nichts herabgesandt hat. Aber Allah sagt, wenn ihr etwas euer Leben geben wollt, dann ist es die Scharia und dann ist es das Kalifat. In unseren Ländern vor allem. Guckt mal. Wir sind hier in Deutschland. Afghanistan ist fast 5.000 oder 10.000 Kilometer von hier entfernt. Deutsche Soldaten fliegen von hier nach Afghanistan, um ihr Blut für die Demokratie zu vergießen. Das hat der damalige Verteidigungsminister Struck gesagt. Jetzt ist er auch im Grab. Deutschland wird am Hindukusch verteidigt.
An Indien verteidigt man Deutschland. Diese Menschen setzen sich in Flugzeugen, bombardieren Menschen im Namen ihrer gelogenen Demokratie. Und was ihre Demokratie gebracht hat, dazu brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Und es ist selbstverständlich, dass ein Muslim für seine Scharia und für sein Recht zu stehen, gerade stehen muss. Dafür haben wir 1400 Jahre Geschichte. Und wie gesagt, wie kann man ein Wort verspotten, was Allah Ta'ala als edel bezeichnet? Scharia. Allah hat den Propheten auf die Scharia basierend herabgesandt und hat ihn als Beamten der Scharia gemacht. Ihr müsst hier verstehen, min al-amr, Allah hat den Propheten als Beamten für die Scharia. Das heißt, die Scharia ist über dem Propheten und dann kommt der Prophet. Und dann sagt Allah, fattabi'ha, folge dieser Scharia, wala tattabi' ahwa allazina la ya'malun, und folge nicht den Neigungen derjenigen, die nicht Bescheid wissen. In einem anderen Vers sagt Allah in der Surah Araf im dritten Vers, ittabi' ma unzila ilayka min rabbikum wala tattabi' min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun, folgt an Gesetzen dem, was zu euch von eurem Herrn herabgesandt worden ist, und folgt außer ihm keinen anderen Schutzherren, wie wenig ihr bedenkt. In der Sure Nisa im 60. Vers, ihr kennt diese Verse, Allah sagt, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir als Offenbarung, das heißt an den Koran, herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt worden ist? Das heißt, sie sind Muslime, sie kommen und sagen, wir glauben an den Koran. Aber plötzlich sind die Menschen, die sagen, wir glauben an Allah, an den Propheten, an Koran und Sunna, wenn irgendein Problem auftritt, يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ, während sie sich den Urteilen an den Tarut, andere Systeme außer der Scharia, wenden wollen. Das heißt, plötzlich kommen diese Menschen, die sagen, sie sind Muslime, bei einem Problem kommen sie und sagen, wir möchten mit dem Tarut urteilen. Das heißt, mit menschlichen Verfassungen. Wir wollen nicht mit dem islamischen Staat urteilen, wir wollen mit anderen Staaten urteilen. Plötzlich. Aber diese Menschen behaupten von sich, Muslime zu sein. Das ist hier sehr, sehr wichtig. Das sehen wir heute in der Türkei. Wenn Gesetze zum Beispiel verabschiedet werden, geht man nicht nach der Scharia, sondern geht man nach dem Tarut. Das ist hier sehr, sehr wichtig. Wenn ein plötzliches Problem auftritt und Sie können das nicht lösen, gehen Sie nicht zum Koran, gehen Sie nicht zu der Sunna, gehen diese Leute zu den Gesetzen, die Sie selbst erfunden haben, die den koranischen Gesetzen der Scharia muhalif sind, das heißt zuwider sind. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ, obwohl ihnen befohlen worden ist, dieses Tarut zu verleugnen. وَيُرِدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُدِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, aber der Satan will sie weit in die Irre führen. Das sagt der Koran. Ich möchte hier zwangsläufig nochmal das Thema Erdogan ansprechen. Normalerweise in meinen Augen ist das Problem in der islamischen Welt und vor allem in der türkischen Welt nicht Erdogan, sondern immer noch Atatürk. Viele denken, das Thema hat sich schon längst erledigt. Nein, das Thema hat sich noch lange nicht erledigt. Leute, wir sind Muslime. Wir sind Muslime. Weil wir Muslime sind, ergeben wir uns den Gesetzen des Korans. Das heißt ja Islam. Islam heißt ja, sich hingeben, das, was Allah herabgesandt hat. Das sind zwei Sachen. Eigentlich ist es nur eine Sache. Das ist der Koran und das ist die Erläuterung des Propheten Mohammed a.s. Das ist der Islam. Das ist Islam. So. Und wenn wir Muslime sind, müssen wir uns diesen Sachen hinschreiben, hingeben. Wenn wir das nicht machen, sind wir keine Muslime. Du bist was anderes, aber du bist kein Muslim. Das haben wir verstanden. So. Ich bin Muslim. Ich sehe die Welt mit dem edlen Koran. Der Koran sagt mir hier in der Sure Nisa im 60. Vers, es gibt Menschen, es gab Menschen und es wird Menschen geben, die von sich behaupten, Muslime zu sein. Sie beten, sie fasten, sie gehen in die Hajj, sie machen alles. Optisch gesehen sehen sie sogar vielleicht viel besser aus Muslime als ihr. Allah sagt aber, sie denken es nur. Wenn sie ein Problem bekommen, wenn sie eine Lösung suchen, dann gehen sie nicht zu den islamischen Gesetzen, zu der Scharia, das heißt nicht zu der islamischen Staatsführung, zur islamischen Verfassung. Sie gehen von den sich ausgemachten oder zu anderen Verfassungen. Sie holen sich, wie zum Beispiel an der Türkei, sie holen sich die Verfassung aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Frankreich und was weiß ich woher.
Aber keine islamischen. Im Gegenteil, die islamischen Gesetze, die islamischen Gerichte, die Scharia-Gerichte wurden in der Türkei in den 30er Jahren abrogiert. Und die Richter erhangen und die Gelehrten aufgehangen. Also das Maximalste an Unterdrückung wurde gemacht. So. Und die heutigen Staatsführer in der Türkei, sie basieren sich darauf. Sie sagen, unsere Staatsführung wurde 1923 am 29. Oktober durch Kemal Atatürk ausgesucht. Wir suchen kein anderes Staatssystem. Das sagt auch Tayyip Erdogan, das sagt auch Kılıçdaroğlu, das sagen auch die anderen. Das sagt auch Öcalan, das sagen auch andere. Öcalan natürlich jetzt in dem Sinne von Marxismus und Kommunismus. So, ich bin Muslim. Wenn ich jetzt einen Erdogan sehe, er betet, er kann sehr schön Koran lesen, wirklich, mashallah, er kann wirklich sehr schön Koran lesen. Wenn ihr dieses Koranlesen von ihm gehört habt, er kann sehr schön Koran lesen. Im Makam ist da Sabah Makame, sagt man dazu. Auf eine Lesensart und Weise nennt man Makam. Er geht zu Hajj, er geht nicht nur zu Hajj, er geht sogar in die Kaaba rein. Und weil in der Türkei die Menschen oder der islamischen Welt von der Türkei in den letzten 80 Jahren sowas nicht gesehen haben, weil der türkische Präsident ist damals nicht mehr in der Nähe von der Moschee vorbeigelaufen, weil sie gesagt haben, der Laizismus dadurch gefährdet. Die rasten aus, wenn sie so einen Typen sehen. Die denken erstmal, der Kalif der Muslime, einige denken, der Messias ist zurückgekommen. Der Mahdi ist zurückgekommen. So, ich bin Muslim. Ich sage, mag sein, er betet, er kann wirklich Koran lesen, vielleicht sogar besser als wir. Aber er geht nicht zu der Scharia. Er sagt, wir sind gegen die Scharia. Er sagt, wir sind gegen das Kalifat. Was soll er denn noch sagen? Soll er sagen, ich leugne Mohammed? Er sagt, ich leugne die Scharia, ich will die Scharia nicht haben. Ich will die Demokratie haben. Wir sind keine religiös fixierte Partei, wir sind eine menschenbezogene Partei, sagt er. Hat er gesagt, als die AKP 2002, 2003 gegründet worden ist. Und viele, viele andere Sachen. So. Und daraufhin kommen wir und sagen, stopp, Allah hat über dich im Koran vor 1400 Jahren berichtet. Du brauchst mir nichts zu erzählen. Ich bin Muslim, ich urteile danach. Allah sagt im Koran, du bist kein Muslim. Du bist kein Muslim. Ich möchte danach keine Aber setzen. Aber er baut Brücken. Pharao hat auch Brücken gebaut. Abu Jahl hat auch die Hujjaj bedient. Wallahi, wenn Abu Jahl heute kommen würde, die Leute würden sagen, Abu Jahl, qaddasallahu sirrahu. Abu Jahl hat einen Turban gehabt. Abu Jahl hat einen Bart gehabt. Abu Jahl hat Wasser an die Hujjaj gegeben. Abu Jahl war demokratisch. Abu Jahl hat gesagt, in Kaaba ist Hubal, Lat, Menat, Uzza. Ja, Mohammed, mach Allah auch in Kaaba rein. Das ist Demokratie, komm. Mekke war demokratisch gewesen. Abu Jahl hat zum Propheten gesagt, ja, Mohammed, komm, Darun Nedve, das ist Parlament, Mejlis. Darun Nedve ist Mejlis, wie heute Türkei, Syrien, ist auch Mejlis. Kommen, machen wir Gesetze. Er hat gesagt, la ilaha illallah. Wir würden heute sagen, oh Mohammed, du bist radikal. Versteht ihr, was ich meine? Das ist der Islam. Entweder wir akzeptieren den Islam, so wie Allah das herabgesandt hat, oder wir akzeptieren das nicht. Alhamdulillah. Und Allah hat über diese Geschehnisse schon vor 1400 Jahren in der Sura Nisa, 40. Vers, berichtet. Deswegen brauchen wir da nicht um den großen Dings zu reden. Ich überspringe jetzt inshallah zwei, drei Sachen, weil ich in die Aussagen des Propheten gehen möchte. Ich möchte aber eins dazu sagen, Brüder, Schwester, über 500 Verse im Koran berichten darüber. Über 500. 6000 gibt es, 6236, über 500 Verse reden von der Staatsführung. Bevor ich zum Ende komme und euch nicht mit zu vielen Versen Dings mache, ich verweise da direkt auf den Tawhid-Kurs, die islamische Staatsführung, das Kalifat, kommt dort auch drin vor. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Mekka den Islam verkündet, bildlich bitte vor Augen haben, kommen die Muschrikun und sagen, ja Muhammad, es gibt bei uns Richter, man nennt sie Kahin, Arraf etc. Lass sie doch zwischen uns mal urteilen. Lass uns mal zwischen so einen Richter von uns hinsetzen. Von einem Tarut-Richter. Und lass mal den Richter zwischen uns sein. Ja, Mohammed, gib du deine Beweise? Und wir geben unsere Beweise. Und die Araf und die Kahinler unterscheiden, wer richtig und wer falsch ist. Daraufhin kommt der 114. Vers der Sur-An'am herabgesandt.
أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْدَغِ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. Soll ich denn einen anderen Richter suchen als Allah? Und er ist es, der euch das Buch klargemacht hat und herabgesandt hat. Warum soll ich mich bei einem Richter hinsetzen, der das Buch Allahs nicht akzeptiert? أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْدَغِ حَكَمًا. Außer Allah suchen wir in dieser Sache keine Angelegenheit. Ein Vers weiter sagt Allah, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Und das Wort deines Herrn ist in Wahrheit und Gerechtigkeit vollendet worden. Und so ist das Buch Allahs. Ich habe es gesagt, das ist Tauhid und Adalet. Tauhid und Gerechtigkeit. Und ich bezeuge wirklich, und ich denke, ihr könnt das auch machen, die gerechtesten Gesetze sind die Gesetze Allahs. Das sind wallahi billahi tallahi, die gerechtesten Gesetze. Wenn einige Sachen euch vielleicht wieder treffen, werdet ihr ganz genau verstehen, was gemeint ist. Aber sie haben, die Kuffar, sie haben uns diese Gesetze als barbarisch zeigen lassen. Das sind die Leute, die zwei Weltkriege produziert haben. Die zeigen diese Gesetze als barbarisch. Diese Gesetze haben Zivilisation nach Europa gebracht. Ja, in Andalusien, durch die Osmanen, brauche ich über die Abbasiden sogar Zivilisation nach Europa gebracht. Und diese Menschen behaupten, diese Leute, die zwei Weltkriege gemacht haben, Länder ausgeplündert haben, die Menschen versklavt mit im Namen des Zinsen versklavt haben, sagen, dass diese Gesetze barbarisch seien. Und haben uns in unseren Ländern Demokratie gebracht. Was Demokratie ist, haben wir in Abu Ghraib gesehen. Was Demokratie ist, haben wir in Fallujah gesehen. Was Demokratie ist, haben wir in Halep gesehen. Was Demokratie ist, haben wir in Guantanamo gesehen. Wir haben es gesehen, also wir sehen es immer noch. Sie sind bis in das Essen von uns eingedrungen. Bis in das Essen haben sie diese Krebssachen reingebracht. Und sie essen es selber nicht. Wir wissen, was ihr Plan ist. Aber weil wir uns von diesem islamischen Staatssystem, von dem islamischen wahrhaftigen Kalifatstaat entfernt haben, haben die Muslime ihre Macht verloren. Ihre Macht, wir haben nichts mehr in dem Sinne Staatsmäßiges, wo wir gegen diese Kuffar uns wehren können. Die Kuffar, die Westmächte, sie kämpfen gegen den Islam. Es ist ein weltweiter Krieg gegen den Islam. Dieser weltweite Krieg war schon seit Adam a.s. natürlich immer wieder, aber 1991 sagt ein amerikanischer, ich weiß nicht, wer das gewesen ist, ich habe jetzt den Namen vergessen, nachdem der Kommunismus besiegt worden ist oder sich im Endeffekt selbst aufgelöst hat, weil er sich wirklich tot gewirtschaftet hat, weil er, ich glaube, die Grenze hier von der DDR als immer wieder warten musste, weil die Grenze hat ja wirklich jahrzehntelang dauerhaft geleuchtet. Das ist aber eine andere Geschichte. Gibt es diese Aussage vom amerikanischen Minister oder, keine Ahnung, vom Pentagon? Er sagt, nachdem der Kommunismus gefallen ist, 91, das ist wirklich sehr wichtig, der rote Kommunismus ist zu Ende, der grüne Kommunismus ist jetzt unser größter Feind. Der grüne Kommunismus. Dann sagt er, im Nahen Osten wird nicht die grüne Farbe des Islams herrschen, im Nahen Osten wird der grüne Dollar herrschen. Das ist sehr wichtig. Der Kampf gegen den grünen Kommunismus, also gegenüber den Islam, sagen sie, wird länger dauern als gegen den roten Kommunismus. Und im Nahen Osten wird nicht die grüne Fahne des Islams wehen, sondern der grüne Dollar wird dort herrschen. Das ist die Aussage von denen gewesen. Aber wisst ihr, was das Interessante bei dieser Sache ist? Sie kämpfen gegen den Islam, sie versuchen den weltweit Platz zu machen. Der Islam wird im Staatsgebilde schlecht gemacht, deswegen haben sie die ISIS ja so hochgeputscht. Die ISIS hat ja mit dem Islam so viel zu tun, wie der Papst im Vatikan mit Jesus Christus. Die ISIS hat mit dem Islam so viel zu tun, wie der Papst in Rom mit dem wahren Jesus Christus. Also nichts. Und deswegen haben sie sich alle gefreut, als die ISIS kam. Endlich ist die ISIS da. Und da haben sie richtig immer schön mit Waffen geputscht, richtig schön hochgemacht. Und dann haben sie zu uns gesagt, ihr wollt einen islamischen Staat, ihr wollt einen Kalifen. Guck, da unten ist es doch. Und haben das vorgeführt. Bevor das natürlich alles außer Kontrolle gerät, haben sie natürlich, so wie sie es aufgebaut haben, haben es dann wieder zugrunde gehen lassen. Und heute gibt es halt nur noch einzelne Sympathisanten oder Sachen,
die da noch ein bisschen rumagieren. Aber im Endeffekt hat sich diese Sache, so wie sie gekommen sind, sind sie gegangen. Aber auf was ich hinaus will, das haben sie uns mal wieder vorgezeigt. Und wir müssen aufpassen wie mit dem Vokabular. Das heißt, wir müssen sagen, ja, wir brauchen einen islamischen Staat. Wir brauchen davon auch gar keine Angst zu haben. Und wir sollen den Kuffar auch das so erklären, dass sie davon keine Angst haben sollen. Und wir sollen den auch erklären, weil der Mensch ist der Feind dessen, was er nicht kennt. Die Kuffar haben, also wenn ich ein Christ, ein Nichtmuslim wäre und ich würde die ISIS sehen oder würde einige Sachen hier in der Presse sehen, was sie über den Islam zeigen, von der zionistischen Presse, würde ich auch Angst bekommen. Ich würde vom Islam wirklich Angst bekommen. Warum? Weil ich lerne ja den Islam durch die zionistische Presse. Und der Mensch ist der Feind dessen, was er nicht kennt. Unsere Aufgabe ist es, die Gerechtigkeit des Islams, des Kalifatstaates, den Leuten zu präsentieren und sagen, hey, das ist nichts Schlechtes für euch. Auch in einem islamischen Staat können Nichtmuslime leben, haben Nichtmuslime gelebt. Und wie gesagt, zusammengefasst, die Gerechtigkeit ist im Islam und im islamischen Staat, beziehungsweise im Kalifatstaat. Und das ist auch der Befehl Allahs. Das heißt, das ist nicht ein Aufruf irgendeines Muslims, das ist der Aufruf des edlen Korans in über 500 Versen zu uns. Und inshallah werde ich Ihnen im nächsten Unterricht über den Propheten Mohammed a.s. berichten, wie er uns die Aufgabe sagt, ihr braucht ein islamisches Staatsgebilde, ihr braucht ein Kalifat und werde einige Punkte erzählen, natürlich nicht alle. Ich habe ja auch keine 500 Verse erzählt, natürlich werde ich euch auch keine 500 Hadithe hier aufmalen. Ich werde euch aber einige Hadithe vielleicht erzählen, die hier für uns, gerade für diesen Kurs, relevant sind. Und dann werde ich zu den Aussagen der Ulema kommen. Wa akhiru da'wana, en alhamdulillahi rabbil alamin.